Oh, Stiefel des Zaubermeisters. Na, die nehmen wir doch aber sehr, sehr gerne mit. Das sind aber ganz, ganz üble Kollegen hier. Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff, ne? Was ist das für ein Vogel? Ei, gute und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Ich bin der Typ mit dem Bart. Dankeschön. In der letzten Folge haben wir uns ja dem Sonnentempel genähert und, ja, ich habe noch ein bisschen versucht, dort Fuß zu fassen, habe dann auch noch mal in den Altar noch mal ein bisschen näher an diese Stadt davor gesetzt und da werden wir heute auf jeden Fall weitermachen, uns das Ganze näher anschauen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mein Equipment ein bisschen mehr auszubauen und zu verbessern. Ich will mal gucken, inwieweit ich dort zurechtkomme mit dem Krempel, den ich aktuell habe. Ich weiß, es ist alles nicht optimal. Ich weiß, ihr habt alle bessere Rüstungen und Voraussetzungen oder viele von euch haben das. Ich habe es leider nicht und trotzdem will ich mal gucken, wie ich dort heute bestehen kann. Vielleicht finden wir auch noch das ein oder andere Teil, was uns noch einen Schritt nach vorne oder was mich noch einen Schritt nach vorne bringt. Ich hoffe es stark, ganz stark. Und ja, bin einfach gespannt, was uns da heute erwartet. Und ich komme ja auch immer besser mit dem Magier klar, ne? Also, es macht Spaß, es macht richtig Spaß. Es hat mir super, super gefallen, dass die Spielerfahrung bis jetzt, ich kann verstehen, warum das aktuell so die Highlight-Klasse ist. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass das alles sich auf diesen einen hier, auf diesen einen Magier, beziehungsweise auf diese Klasse so fokussiert und die anderen Klassen so ein bisschen nebenher laufen. Da fehlt mir noch so ein bisschen das Balancing und ich hoffe, dass der Keen noch einiges machen wird, um uns da auch dann, ja, gleiche Chance für andere Klassen zu geben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, ihr Lieben, jetzt haben wir genug gequatscht. Los geht's. So, und vielleicht ist das alles auch einfach noch viel zu früh, da reinzugehen. Wir werden es einfach ausprobieren. Aber jetzt gehen wir erstmal knacken. Und ja, sind wir gespannt. Also ich bin echt gespannt, wie gut ich da jetzt klarkomme. Ich habe da gestern schon so ein bisschen Probleme gehabt, weil da wieder diese ekelhaften grünen Fuzzis rumlaufen mit ihren grünen Schwertern. Und ich habe auch diesen Säurebiss noch nicht so ganz verstanden. Ist das irgendwie ein Angriff, der auf dem Boden irgendwie ausgebreitet wird? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht kriege ich da heute aber auch noch die Erleuchtung. Ich weiß es nicht. So, was können wir denn hier machen? Ach, guck mal. Safran habe ich gefunden. Genau, Safran. Geiler Scheiß. Ich kann mittlerweile so viel Zeug hier machen. Ich hatte doch Eier. Irgendwo hatte ich doch Eier. Mir fehlt der Ofen, genau, ja. Ja, es muss auf jeden Fall noch eine Menge geschehen. Da fehlen mir ja noch andere Sachen. Ich sehe immer nur Ressourcen und vergesse dann hier Anforderungen sind ja auch noch andere. Dann nochmal ganz vielen lieben Dank, weil ich Blindvogel das hier nicht gesehen habe. Ja, weil ich gestern noch gefragt habe, wo sieht man eigentlich, wie viele Altare ich schon stehen habe? Ja, und habe angefangen, die mühsam abzuzählen. Ist natürlich völliger Humbug. Hier steht's. Ja, also auch für alle die genauso manchmal so blind sind wie ich, wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann. Hier kann man es ganz gut sehen. So. Ich muss kurz gucken, ob ich die Taschen soweit leer habe. Ja, ein bisschen Krams drin. Können wir gerade mal hier reinschmeißen. Den habe ich auch noch. Den können wir eigentlich zerlegen. Also den Schwert. Genau, das packen wir hier rein. Das packen wir da rein. Das sieht ganz gut aus. Ich bin übrigens auch gefragt worden, oder es wurde unter Videos kommentiert, warum ich so wenig Zeug in meiner Schnellzugriffsleiste habe. Also ich finde nicht. Nur weil ich die nicht von vorne bis hinten vollgestopft habe, heißt das ja nicht, dass das irgendwie zu wenig ist. Ich muss ja auch nicht jeden Slot ausfüllen. Ja, also ich weiß ja nicht, was ihr da so alles drin habt, aber ich denke gerade hier für Mage die drei Zauberstäbe für jedes Elementar plus den Stab selber. Das müsste doch eigentlich reichen oder seht ihr das anders? Also da dürft ihr mir natürlich auch gerne ein bisschen Feedback geben. Aber letzten Endes muss es ja jeder für sich wissen, wie er das macht. So, mir geht dieser Bug auf den Sack, dass hier überall die gelben Rauten sind, ne? Das nervt mich so total. Ätzend. Einfach ätzend. So, zu Hause, Stufe 1, Schnellreise. Ab dafür. So, und wir sind ein bisschen näher dran. Und eigentlich hatten wir ja gestern hier auch schon genug rumgeforscht. Gucke aber trotzdem nochmal rein. Aber eigentlich müssten wir es mitmachen, haben wir ja gestern schon zuhauf getan. So.
Knöchel verstaucht. Oh, Stiefel des Zaubermeisters. Na, die nehmen wir doch aber sehr, sehr gerne mit. Stiefel des Zaubermeisters. Das finde ich ja nice. Was haben wir hier? Manarek. Ja gut, die sind... Was haben die? Ausdauerreck, Gesundheitsreck. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, Manarek ist mir gerade besser. Mir fehlen tatsächlich auch noch die ganzen Ringe und was es da einfach einem noch alles viel leichter macht, hier zu bestehen. So. Ich habe übrigens auch gestern schmerzlich erfahren, dass hier rundherum tödliches Miasma ist. Also da muss ich auch noch mein Dings weiter ausbauen. So, jetzt erstmal gucken, ob ich den da hinten kriege. So, natürlich nicht. So, wo steht denn der jetzt? Dass die sich da aber immer so verstecken, ne? Und das finde ich auch so gefährlich, ja? Dass man immer einen Schritt weiter nach vorne macht, wenn du mit dem großen Stab am Casten bist. So, wenn ich jetzt mal den Stab ansetze, ne, passt mal auf, Leute, das ist genau das, was ich meine. Ich wähle jetzt aus den Säurebiss, ja. So, ich muss ja auch aufladen. So, dann klatscht er mir den quasi direkt vor die Füße, ne. Also das ist jetzt nichts, was direkt auf den abzielt, ne. Das ist das, was ich meine. So, effektiv, effektiv. Pfiu, pfiu, pfiu. Und tschüss. Weg ist er. Zumindest haben wir den einen Dulli schon mal weg. Wo ist er denn? Wo habe ich denn den hingebombt? Ich raff's nicht, wo der steht, ne? Ich sehe ihn gerade nicht. Ist der in der Hütte da unten drin oder was macht der? Aha, da steht einer hinter der Tür. Naja, der soll ruhig da stehen bleiben. Ah, was haben wir denn hier? Tagebuch von Emily Frey, okay. Was haben wir hier noch? Dittrich. Und die Wüstenstadtmauer. Ja, nice. Und noch ein Block. Na, die machen doch gleich die Tür auf da. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht.
Ach, da unten, der hat direkt davor gestanden, der Knollkopf. Wow. Also der Feuerball ist manchmal auch echt nur was, ist einfach grobe Kelle, ne? So, was haben wir hier noch? Kein Honig. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Honigmisere. Aktuell irgendwie noch nichts, was ich gefunden hätte, was mich so richtig vorantreibt, ne? Das ist ein bisschen schade. Also, equip-technisch meine ich. Da ist noch nicht viel. So, und es haben ja andere von euch schon, oder es wurde ja schon gespoilert, dass da vorne in der Holzwand, in der Holzwand sage ich schon, in der Felswand, dass da der Eingang ist. Zum Sonnentempel. Das heißt, wir werden da jetzt gleich mal reinmarschieren. Also da direkt vor uns. Gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Was so einen Spaß macht. Nee. Oh, komme ich jetzt hier nicht raus? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Das gibt's doch nicht. Uff, den. Pudi. Genau, nochmal ein Stückchen trinken ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, wenn er jetzt da durchläuft. So, dann müssten wir hier eigentlich schon im Sonnentempel sein, ne? Ich würde ja jetzt auch lachen, wenn ich hier gar nicht reingehen kann, weil mein Altar noch nicht ausgebaut ist, weil ich dem Miasma noch nicht widerstehen kann. Hahaha. Wahrscheinlich wird das so ein Ding sein. So, was haben wir denn hier stehen? Die Wände beben. Das Elixier und Elixierbrunnen. Das Miasma, bla bla. Aliens Warnung. Ich kann dir sagen, ich bin in meinem Leben, ganzen Leben noch nie so schnell geflüchtet. Wäre ich geblieben, ich schwöre meine Schwester, ich hätte mein anderes Auge auch verloren. Okay. Eier. Hier gibt's mehr Eier. So, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich so einen bescheuerten Baublock einfach hier so in der Schnellladeleiste habe. In der Schnellzugriffsleiste. Hier gibt es doch ein Fünkchen. Ja, nett. Aber sonst gibt es hier nichts, oder was?
Ah, da ist es doch. Das ist doch tödliches Miasma, oder? Oha. Das sind aber ganz, ganz üble Kollegen hier. Grinsekatzes Mom. Oh, alter Schwede. Das war Link. Blöder Arsch. Ja, das ist rot. Da darf ich noch nicht rein. Rot bedeutet tot. Wo will er hin? Die sind ja schwer auf Draht, die Jungs, ne? So, ich weiß, es tut weh. Ich gehe aber trotzdem rein. Au, 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 au. Nee, ich gehe wieder raus. Ja. Dann kann ich hier wohl noch nicht rein. Dann müssen wir wohl den Altar nochmal aufwerten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon machen kann. Grübel, grübel. Ah, mir fällt gerade ein, mir fehlt ja auch noch ein Boss, den ich noch gar nicht gelegt habe. Das habe ich nämlich gerade verwechselt, weil wir das nämlich im Multi schon gemacht haben. Und zwar diese andere Geifer-Mutter, wo dieses Dorf ist mit der Brücke. Da müsste ich dann auch nochmal hin. Aber wir wollen jetzt das hier einfach nochmal kurz ein bisschen weiter auskundschaften hier. Okay, das war Kategorie lebensmüde. Warum sind die immer so aggro? Ich hab denen noch nichts getan. Was ist denn hier hinten eigentlich los? Okay, Sonnentempel ist wohl ganz offensichtlich noch viel zu groß für mich. Also weiß ich ja, was ich zu tun habe. Fürs nächste Mal. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Boss? Was fliegt denn da rum? Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff, ne? Was ist das für ein Vogel? Aha. Hier gibt's ein Nest. Also wo es einen Vogel gibt, gibt's auch ein Nest. Das ist schon eine strange Gegend hier. Was ist denn das da oben? Ist das Schwefel? Ist das Schwefel? So, jetzt muss ich jetzt rausfinden. Ist auch Schwefel, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe den bis jetzt nur gesehen, ohne dass hier so Ausbuchtungen, Bröckchen sind. Okay, wir wollen uns nicht ablenken lassen, sondern wir wollten hier noch ein bisschen weiter gucken. Ah, genau. Und im tödlichen Miasma und Knöchel verstaucht. Super. Schade, weg ist der Vogel.
sind aber auch garstige Rattenbiester hier. Was ist denn? Was sind die denn so aggro? Nichts habe ich denen getan. Mach mal die Tür auf und gucke, was hier so gibt. Nix gibt's hier. Eine Kiste. Und ein Bogen. Also ich fände es ja schon geil, wenn der Loot, den man so findet, wenn er sich mal irgendwie auch mit der Klasse matcht, mit der man spielt. Das wäre ja schon so ein richtig geiles Ding, ne? So, da drüben haben wir noch eine Brücke. Was ist hier los? So, da drüben ist wieder so ein Giftfurz. Das ist Link. Oh, das ist auch Link. Da kommt er einfach hier hin. Wie es ihn aber auch einfach nicht interessiert, ne? Ah, oh, Leute. Ganz knapp an der Katastrophe vorbeigeschlittert. Wie gut, dass ich gerade nochmal den Punkt gefunden habe, das Mikro zu muten. Oh. Ha, was ist denn hier los? Da oben war doch noch ein Funke-Marie, oder? Nee, das sah nur so aus. Das sah nur so aus. Wo geht's denn hier runter? Hat er mich erschrocken? Noch einer. Dunkelmonarchschuhe. Okay, die sehen ja auch nice aus, ne? Nehmen wir auch mal mit.
Okay, hier ist noch was drin, ja. Schwarzpulver. Nee, wieso will ich denn den aufmachen? Wozu? Also da drüben geht schon richtig die Party ab, ne? Na, lad doch auf, ich brauche auf jeden Fall. Ich muss was an der Ausrüstung tun. Ich habe es ja eingesehen, Leute. Wow. Junge, 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 hier muss man aber echt aufpassen. Was? Schon wieder alles voll? Ach du Scheiße. Na komm, das kann mal weg. Die können auch weg, brauchen wir nicht. Knochen haben wir auch genug. Fort damit. So, das wollen wir mitnehmen. Läuft auch noch einer rum? Oh, da ist eine Kiste. Da ist au au böses Mojo um erstmal. Guck mal, hier kann man schnell die Ausrüstung noch reparieren. Ist ja geil, man kann ja einfach ein Schild hochhalten beim Knallen. Das merke ich ja eben erst. Na toll. Ja, wie gesagt, ich spiele es auch zum allerersten Mal, dieses Spiel. Eine Kiste. Ein Hut des Zaubermeisters. Den nehmen wir mit und wickeln uns nicht, weil die Taschen voll sind. So, wir schmeißen nochmal weg die Knochen. Dann werden wir uns das hier noch einverleiben. Und dann werden wir auch erstmal Schluss für heute, denn wir haben ja jetzt noch einiges zu erforschen. Ich glaube, das werde ich dann nochmal offscreen machen. Und ich muss mal gucken, wie ich den Altar nochmal hochrüsten kann, dass wir hier auch in dieses tödliche Miasma rein können. Das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Also werden sich die Baufolgen dann doch noch ein bisschen verschieben, weil ich jetzt gerade so den Ehrgeiz habe, das Ganze mal eben durchzuspielen. Aber das heißt mal eben durchzuspielen, aber das mit euch zusammen durchzuspielen, so dass ich dann in Ruhe bauen kann und mich damit dann
dementsprechend auch austoben kann, ohne dass mir im Endeffekt irgendwas fehlen wird. So, ihr Lieben, ich möchte mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Bis demnächst. Tschö, bitte.